Schön. Ich meine, ich habe mich ja nicht extra so hingestellt, dass dieses Spiel, Mann, es will mich einfach verarschen. Ja, Digga. Ja. Die waren im Wald. Greife ich mit an? Ja! Oh yes. Da 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 da! Damit haben sie nicht gerechnet! Machen wir automatisch? Ja, sieht gut aus. Das ist locker 60, 65% so. Und meine Leute heilen ja auf deinem Boden, ne? Ja. Okay. Ja, ist ja geil. Ja, insgesamt ganz gut gelaufen. Nein, jetzt ist der Stufe 2. Nein! Stellt er sich Oh, einfach da noch. kommen noch Der mehr. stellt sich doch echt neben Kyoto hin, oder? Das ist so. Aua. Oh, Ja, ist halt. 50-50! Warum? Was? Oh, ich mach mal. Dann Ich lass ihn mach. da schlagen, oder wie? Ich. Oh, ich glaube, du gewinnst es. Aber es könnte halt sein, dass echt viel stirbt so. Warum eigentlich? Na, es sind halt Scheißeinheiten, aber es wird die Leber behalten. Ist halt Ja, gut dann lass uns zum mal wieder selbst schlagen. Wir Prestige. haben ewig keine Schlacht mehr geschlagen. Komm, lass uns die mal selbst schlagen. Ja. Habe ich wieder Bock drauf. Fein, jetzt könnt ihr mal sehen, wie man mit Dreckseinheiten gegen Dreckseinheiten kämpft. Und Philipp kann mal ein bisschen die Bone-Kavallerie da mal so ein bisschen zum Einsatz bringen. Oh ja. So wie das Da erste habe ich Mal Bock jetzt, oder? drauf. Ja. Cool. Ich glaube, die alleine Ah, guck werden mal, du bist ziemlich ja einen am Unterschied Wasser machen. sozusagen. Oder an der Küste sozusagen, also an der Ist aber Klippe. eine geile Festung. Die hat auch Und vor allem, drei Eingänge. das müsste jetzt aber auch mal zwei Ringe haben, oder? Ich Das weiß kann nicht, nicht sein. hast du da was weiterentwickelt? Ich glaube Ja, das erst. ist. Na, warte mal, ein Das ist Fort, eine Feste ist eine ein Ring. Festung. Eine Festung müsste eigentlich mal zwei Ringe haben. Stimmt, wir haben auch keine Schlacht. Das ist, glaube ich, eine. Also Ich im guck jetzt Fort, gerade. ich habe mir nochmal durchgelesen. Übrigens, ist mir jetzt, als ich letztens wieder rumgesehen habe, ist mir da nicht aufgefallen bei Shodun, die lassen ja bei der Schlacht die kompletten Gebäude weg, ne? Bei Rom ja nicht. Bei Rom hast du ja alle einzelnen Gebäude, die rumstehen, die du mal gebaut hast in der Stadt. Bei Shodun hast du ja nur den Ring und das Hauptgebäude. Da hast du also nicht ein Ninja-Zelt, kein Markt oder sonst was. Nee, wieder nur eine. Na gut, Dann aber muss man immerhin dann könntest du wirklich von die hier nicht kommen. allerhöchste. Aber wie geil ist, beziehungsweise die Bäume stehen draußen rum. So ist es bei Shodun. Hier ist auch ein Wachturm von Ah. uns. Cool. Und eine fette Brücke. Ey, guck mal die Brücke an, Jungs. Sieht die Oh, ich fett habe aber aus? fast nur Bogenschützen, Mann. Und hier ist die kleine Brücke. Hier treffen sich die Leute von damals zum Ausgehen. Was wollen wir jetzt? Ost-West? Was soll. Ja. Nehme ich jetzt Westen? Ne, ich nehme Osten, du Oh, da brennt's. Westen. Ne, da sind Türme von. Ey, ist ja geil. Guck mal hier, Digga. Hast du mal so ein bisschen rumgeguckt? Bei der. F Mach ich auf dem gleich. Wasser? Was steht denn da rum? So eine Art Tor oder so. Sieht voll fett aus hier, Mann. Cool. Was soll ich denn nehmen? Westen. Du kriegst übrigens Verstärkung von Süden, ne? Ich nehme den Westen, das ist da. Okay, dann drehe ich auch die Karte Richtung Westen. Was kriege ich denn so? Das ist, Ey, du hast hier nur Bodenschützen. Ja, das ist, ich glaube, das war das Problem, warum das hier jetzt so 50-50 stand. Na, klasse. Vom Süden hast du erzählt. Hä? Jetzt nimmst du den Westen. Oder was? Ich tue nur meine Einheiten raus. Westen ist links, ne? Weißt du? Ich nehme aber den Osten. Richtig, warum stehen dann irgendwelche Bodenschützen an meiner Mauer? Bogenschützen? Ja. Ja. Kann nicht sein. Doch. Zwei Bodenschützenbataillone stehen bei mir rum. Ich habe keinen an die Nicht Mauer wahr? gestellt. Du nimmst den Westen an jetzt. Ich mache die ganzen Einheiten vor deine Mauer. Aber du nimmst den Westen. Ja, nimm die mal da weg, genau. Dann kann ich mal nämlich meine hinstellen. Jetzt alle? Ich hoffe. Das Ding ist, weil wir jetzt so viele Bodenschützenbataillone haben, werden wir natürlich jetzt hier überall alles auf. Warte mal, bevor die Reihen hier mal schließen. Zack. Das kann man natürlich am Anfang, bevor die Schlacht anfängt, natürlich sehr schön machen. Wollen wir Die noch? kommen von Süden. Dann stelle ich Ja, von Süden meine. kommen deine, ja. Das sind deine Einheiten, die von Süden kommen. Also Jungs, wir kämpfen jetzt gleich gegen die absoluten Ashigaro. Ich würde auch sagen, versuchen nicht so oft Pause zu drücken. Das ist mir aufgefallen.
What? What? Dicker. Was denn los? Erstmal machst du mal ganz kurz Pause. Was krieg ich denn hier ab? Du kriegst ja gar nichts ab. Was krieg ich denn ab? Ich krieg ja hier die komplette Armee ab. Also bei mir kommen alleine schon mal nur Richtung genau Westen, Digga, kommen bei mir schon vier Ashigaro. Ich habe nur drei. Weiß Von oben kommt nur Ash von links unten sozusagen. Südwesten kommt nur Ashigaro. Nur Ashigaro vom Süden. ja, vom Süden darum könnte sich meine Kavallerie kümmern. Und rechts sind bei dir. Ach du Scheiße! Deswegen war das hier 50-50, weil die quasi einfach jetzt nur alle einfach hochrennen. Soll ich dir noch Bogenschützen geben? Nee, ich brauch Nahkämpfer. Ich brauch alle Nahkämpfer, die du hast, weil du brauchst ja fast keine. Ich glaube, ich könnte die so hier ablenken, ja. Jetzt gegeben. Okay, man hat neue Aufnahme gemacht. Wir sind immer noch dabei, rauszufinden, was wir in der Schlacht hier machen. Wo sind jetzt meine neuen Ashigaros? Hier Also sind ich sie. versuche die im Westen und im Süden abzulenken. Dreier Dinger. Scheiße, Mann, das wird eine Dass du dich richtig. voller, dass ich, dass du dich voll auf den Außenposten drehen kannst. Ja. Muss man halt versuchen, so also lange unten zu halten. Dass wir Ja. sie abschießen können. Ja. Also wenn du noch einen Ashigaro hast, dann hau das mal Ich habe in. dir jetzt alles gegeben. Alles. Alles, was alle Kämpfer, die ich hatte, habe ich dir gegeben. Du Es waren nur Scheiße. ganze 6 Bataillone insgesamt. Ach du Scheiße! Er hatte nie die Armee konzipiert! Okay, wir werden richtig drauf gehen. Okay, mach ruhig weiter. Komm, hau einfach rein. Du kriegst Okay. ja auch gleich Verstärkung irgendwann mal. Aber du hast Feuerfall, ne? Ach komm, 25 Sekunden, Mann. Die sind aber schnell heran. Ja. Da hinten ist Kavallerie, Digga. Schön. Damit kannst du vielleicht ein bisschen ablenken. Boah, ey, die stürmen heran! Ich bin noch nicht. Ich brauche noch 10 Sekunden für Feuerpfeile, Digga. Ich werde die Feuerpfeile nicht mehr einsetzen können. Aber dafür gehen sie down, Jungs. Tut euch das an. Los, schießt drauf. Zack, zack. Krass, Mann. Die haben einfach keine Rüstung, wa? Warum pausierst du? Meine Kavallerie, die neu was? da sind, wo sind die, wo sind die? Aber jetzt Kavalli ist halt krass, weil die Warte mal, ist bewegt das? sich so schnell. Ich glaube, ich kann. Nein! Noch 10 Sekunden erst bis Feuerpfeile! Und die sind schon heran fast. Und die Gegner haben Feuerpfeile. Nein, ungünstig. Komm, Jungs, schießt! Schießt sie ab! Ein Bataillon ist schon. Das einzige Gute bei Ashigaru sind einfach, dass die schlecht sind, Mann. So, jetzt muss ich gleich mal. Du musst gleich mal Pause drücken, wenn ich sage Pause, ja? Ja, okay, jetzt ist auch schon gut. Okay, ich muss mich jetzt zurückziehen. Ich muss jetzt. Digga, mach mal den General irgendwie woanders hin, weil der wird gleich wahrscheinlich. Den extra an die Mauer. Nicht Der gut. wird gleich beschossen. Aber so ganz böse wird Ich der denke, die beschossen. haben. Ich denke, die haben nur Archigado. Sag mir nicht Nee, die weitermachen. haben auch vier Bodenschützenbataillone. Ja, kannst weitermachen. Alter, mal mit der Kavallerie ist gar nicht so einfach. Oh, Philipp muss hier gerade in der Kavallerie machen. Ist das Hier hier an die die Mauer hier lieber. Bogenschützenkavallerie? Ja. Absolut, du lenkst die ganz gut ab. Oh, hinten deine Kavallerie, deine Nachschubkavallerie wird gleich zerrieben. Sind die lustig, Alter? Wieso drehen die ab? Lauf, 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 Ich lauf, hab übrigens lauf, keine nein, Eis, nein, sehe nein, fast nicht nicht mehr durch bei mir. angreifen. Was mit euch passiert? Seid ihr behindert? Wo wollt ihr denn hin? Seid ihr komplett des Wahnsinns? Unser General ist in ernster Gefahr. Ja, du musst ihn dann auch aufpassen.
So, wir gucken mal nach der Mauer, wo sie hochrennen. Was macht ihr denn für einen Blödsinn? Was macht... Seid ihr behindert oder was? Oh geil, dass die Typen hier, was machen die eigentlich? Die stehen, guck mal, seht ihr das, Leute? Die stehen einfach nur blöd rum. So ein bisschen buggy, glaube ich, gerade. So, die können wir wieder abziehen. Die können wir dann wieder hier ran machen. Gott, lohnt's, Alter. Warum sind ein Bodenschütze? Bist du eigentlich noch da, Digga? Warum sind ein Bodenschütze bei dir draußen eigentlich? Was? Nee. Oder sind das meine dummen Deuten? Nee. Nein, das sind meine! What? Ihr seid so blöde. Wie kann man so blöd sein? Das war nicht dein Ernst. Jo, und immerhin habe ich sie, da habe ich ein bisschen abgelenkt. Man muss ja auch mal was Positives im Negativen sehen. Im Negativen? Negativen. Hört da mal auf, irgendeine Scheiße zu machen, sag mal. Ich hasse euch. Hey, Alter, guck dir mal rum, was da bei mir auf der Seite kann. Kannst du, wenn du mal Zeit hast, gucken, was da so draußen rumliegt. So, bei mir die Seite ist quasi jetzt komplett befreit. Das, wenn du, willst du noch Bogenschützen haben bei dir an die Seite? Nö, du kannst mal mit den Bogenschützen von dir mal feuern lassen. Ja, bei mir auf der Seite ist nichts mehr, sind alle tot. Ja, dann mach was mit deinen Bogenschützen. Ich kann jetzt, weißt du, wie viel ich befehlige? Ich befehlige hier, glaube ich, 80% der Einheiten gerade. Ich noch mehr Einheiten befehligen. Bringt mir nichts. Du musst einfach gucken, dass du, jetzt kommt der General. Die Generäle eigentlich, im Grunde genommen. Ich weiß nicht, was. Da ist noch ein Bodenschützenbataillon. Kann man gleich hier direkt mal vorrücken. Der General ist doch bei mir. Ich hätte nur gesagt, dass er kommt. Nicht wohin. Oh, Junge, es feuert auf den General. Da hinten kommen nochmal Einheiten, Ashigarus. Ja, ich hau schon ab. Sich hier zusammenschießen, das ist nicht toll. Unsere Männer laufen vom Schlachtfeld. Welch eine Blamage. Geh ruhig an den Zaun vorne ran. Also an die Mauer vorne. Ich hasse das halt nicht zu wissen, was jetzt meine Einheiten sind und was. Also ihr General müsste jetzt eigentlich tot sein. Wurde aber nichts gesagt, wa? Nee, wurde nichts gesagt. Geh mal an die Mauer vorne ran mit deinen Bodenschützen, bitte. Weil meine werden jetzt ziemlich... Stopp, gib mir die Bodenschützen. Gib mir die Bodenschützen, weil ich glaube, das ist besser, wenn du mir die einfach gibst. Du musst Stopp machen. Oder so. Das ist okay, brauchst nicht Stopp machen. Boah, Jans, ich versuche jetzt natürlich die Bodenschützen. Nee, warte mal, Alex, guck mal, die kommen jetzt hier rum, die kommen jetzt hier rum. Siehst du das? Scheiße, stell mal wieder welche, oder... Gib mir mal entweder Einheiten zurück oder stellst du selbst an die Mauer im Osten. Ich habe hier einen General und drei Bataillone. Die. Du kriegst meine Ashigaru, wenn du willst. Nein, ich will jetzt Bogenschützen, denn die laufen noch draußen rum. Ich will die nur abschießen von der Mauer aus. Keine Ashigaru. Die brauche ich nicht. Ja, das Problem ist, ich brauche hier jeden Bogenschützen. Ich habe hier fünf Bogenschützenbataillone gegen mich, Mann. Und ich habe nicht mehr viel. Dann schick doch Nahkämpfer raus. Was hältst du denn von der Idee? Das kann ich machen. Ich kann dir das geben. Ich hab dir jetzt ein paar Ashigaru geschickt, kannst du ja auch rausschicken. Und zwar dann die Mauer schicken. Was schicke ich noch? Ich geb dir zwei Bodenschützenbataillone, das muss reichen. So, okay. Jetzt hast du ein paar Ashigaru und ein paar Bodenschützen mitgenommen. So, wollen wir jetzt nochmal weitermachen? Mach ruhig. Ja, die Ashigaru hatte ich zurückgegeben. Ich hab die mir jetzt nochmal geben willst, oder? Ja, ich laufe jetzt mit allem möglichen Zeug hier raus. Gott, ich sehe überhaupt nicht mehr durch, Mann.
Sieht hier nur einer von euch durch? Echt nicht. Scheiße. Oh, die Feuerpfeile sind gleich wieder fertig. In 10 Sekunden. Komm schon, 2 Sekunden noch. Feuerpfeile los! Sie rennen weg! Oh, das war sehr gut. Ja, der Sieg! Ach du Scheiße! Nice. Alex, ja. Kannst du denn die Wiederholung nochmal angucken? Aber die Bogenschützen, Kavallerie, die war echt genial, die hat's echt viel, echt gebracht. War gut, ja? Weißt du? Vor allem, da ich ja auch nur Bogenschützen auf der Mauer hatte, habe ich die halt an der Mauer lang geführt und dann immer auch mit meiner Einheit mit den Bogenschützen selber nochmal beschossen. Also die ganze Zeit quasi nur beschossen. Das ist cool. Haben die auch Brennpfeile? Nee. Ah. Wenn ich jetzt quasi nur eine Nahkampfkavallerie gehabt hätte, die wäre auf jeden Fall draufgegangen. Ah, okay. Ja, Piraten, macht sie fertig! Oh, ich muss wieder meine Provinzen hier um... Mann, immer dieser wachsende Unruhe, dass man das immer so wegklicken muss. Eine Feste habe ich, aber keine Festung. Stimmt. Ja, du brauchst eine Festung, glaube ich, dafür. So, jetzt die erste Amtshandlung. Ey, wenn ich jetzt wieder nicht angreifen kann, dann ist das schlechteste Spiel ever. Okay. Ich kann sie angreifen. Und jetzt kann ich sie auch vernichten. Werfen die Boote mit? Ja, ich wollte schon sagen. Ja, relativ einfach aus, ne? Möchte sein. Möchte sein mit den Einheiten, die ich da hab. Tut mir auch ein bisschen leid, dass ich Hoyo spiele und keine Belagerungswaffen und so ein Zeug baue, aber die sind einfach, ich weiß nicht. Das ist einfach, weiß nicht, nur A, ist es nicht mein Stil und B, ich glaube, die sind scheiße, ganz ehrlich. So, stirb! Ja! Wie ist er? Das war jetzt der Sohn und Erbe und ein General. Sag mal, und meiner ist jetzt schon längere Zeit, Stufe 5. Ich guck mal kurz. Geht nicht besser, wa? Daimyo, dort doch? Man kann nochmal aufsteigen. Ich brauch dafür aber richtig viele Erfahrungspunkte. Jetzt komme ich natürlich wieder nicht in die Stadt. Oh. Jo, ich habe hier gleich eine Rebellion erstmal. Ja, das ist ein bisschen praktisch, aber das ja. Aber ich habe da. Wozu hast du denn eine Armee? Richtig. Theoto ist daneben, wa? Scheiße. Jetzt, oh Mann, jetzt. Tut mal übrigens Jungs die drei Plus-Dinge an, ne? Bei Theoto, die Armee von Urakami, die heilt sich innerhalb von einer Runde vollständig auf, weil es halt Theoto ist. Das ist so ein bisschen... Zumindest wenn ich die angreife, kämpft der Kyoto mit. Nee, das ist so wahnsinnig. Aber die bekommen halt Verstärkung, das ist scheiße, ne? Ja. Du musst da was hinschicken. Was soll ich denn da hinschicken? Na, Alet! Na, Alex, das ist gerade gesehen, dass ich da oben angegriffen wurde. Ich kann meine Armee aus Tamba abziehen. Aus nee, Echizen, die muss weg. Die muss jetzt die Honma schlagen und dann musst du mit der Armee an die Front. So, wie war es jetzt irgendwie von wegen... Ah ja, Fukushima. Was ist denn in Fukushima? Was ist denn da das Problem? Ist doch alles super in Fukushima. Ich sag ja, was die haben. So, wir müssen weiterhin Einheiten bauen, so wie ich das sehe. Ich meine, es hilft ja nichts. Kann die Einheiten da nicht so rausziehen, das ist hier noch. Unehrenhaft der Daimyo minus 1. Ah. Boah, jetzt sehe ich überhaupt nicht durch, Mann. Das ist mal scheiße, weil ich anfangen muss im Zug. Ich brauche jetzt mal nicht die Katana-Samurai, ich brauche jetzt mal nochmal die Nadinata. Weil ich die 100%ig bauen muss. Und dann nein, Tajima ist jetzt eine Armee da.
Nein, die Grünen sind jetzt da mit der Armee. Nicht gut. Ja. Und da müsste ich eigentlich nächste Runde jetzt nochmal die Bodenkavallerie bauen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel bauen, Mann. Gut, aber wir haben sie hier immerhin zurückgeschlagen. Das ist das Positive an den ganzen Aktionen gewesen. Wir haben hier einen Bodenschützen. Wie viel haben wir hier gebaut? Vier. Das heißt, ich muss keine Bodenschützenbataillone mehr bauen. Wollt aber hier noch einen davon bauen. Genau. Die blockieren in meinen Hafen, die Säcke. Das sind Handelsschiffe. Ah, deswegen haben die Piraten so gewonnen. Oder würden die gewinnen? Geil, Mann. Die Hattori schicken hier sechs Handelsschiffe einfach nur so rum, ne? Das ist natürlich... Es wäre eigentlich ein leichtes, die Platz zu machen. Da siehst du mal, der ist auch bald da. Der kann auch mal eine Weile laufen. Ansonsten kann ich, glaube ich, nicht viel machen. Ich kann versuchen, diese Armee anzugreifen. Aber das sind schwarze Schiffe. Das ist, glaube ich, für den Arsch. Das funktioniert nicht. So, also auf jeden Fall, Digga, haben wir schon so Kabe jetzt. Oder, was heißt wir, ja? Ecke. Aber wir sind ja im Bündnis. Also wir haben die schon so Kabe jetzt auf jeden Fall... niedergerungen. Jetzt haben wir zwei Armeen mit all, ich glaube, alles, was da drin war, alles kaputt gemacht. Generäle, Daimyo, Erben Naja, und so wir Zeug. kommen jetzt die anderen an. Ja, aber immerhin, weißt du, jetzt sind die erstmal wieder weg. Ja, die anderen sind schon ziemlich krass, aber einfach nur, weil du kein. Weil, ne? Was ist das Problem? Honma. Honma, wenn die nicht Schön. da wären, wären deine Einheiten schon alle an der Front. Ach, naja, was jetzt machen? So, mal gucken, wann die Forschung fertig ist. Vier Runden immer noch. Mann, 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 ey. Er hat ja auch den Klappstuhl ausgepackt. Krass, mein Daimyo ist jetzt erwachsen. Dein Daimyo ist jetzt endlich Der mal... Hat ein paar Haare am Sack bekommen, Quaso oder was? da war. Nice. Naja. Wir haben ja alle gehofft. Jetzt endlich ist es passiert. Was sind das hier? Baumwolle brauche ich dafür. Fett! Was brauche ich hier dafür? Beherrschen des Tenjutsu. Mann, ich will Katana-Held bauen. Was ist denn bei ihm los, Alter? Hast du geniest? Einige eurer Armeen sind abtrünnig geworden und werden euch nun auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Das ist ja geil. Gewinnen wir das Ding, wenn wir selbst schlagen? Nee, Mann. Guck dir das mal an, das ist jetzt Ich sehe es nicht. 50-50. Das ist wieder mein General. Geil. Also Jungs, das ist glaube ich das dritte Mal, dass Philipps Generäle einfach... Ich weiß nicht, du kannst ja auch irgendwas weiterentwickeln in der Richtung, habe ich gelesen. Ich hatte ja die ganze Zeit vor, den zu adoptieren, aber ich habe es halt dann irgendwie im Endeffekt doch nie gemacht. Ja, was du Was soll ich machen jetzt du angreifen oder kannst nicht? für fünf Runden kannst du rechts forschen. No. NO. Ein auf Loyalität aller Generäle. Ich glaube, das müsstest du einfach mal machen, irgendwie, weil dein Volk ja anscheinend irgendwie einen Hang dazu hat. Kannst du wenigstens zurück zur Stadt? Und alle in die Stadt schicken? Dann können wir uns in der Stadt wenigstens verteidigen. Du hast halt null Nahkämpfer, ja, das ist... Kannst du aus Wakasa die Lunst? Genau. Das Auf Gute ist, dass Tango ich... wollte ich mich sowieso zurückziehen, weil siehst du, neben Tango steht schon die nächste Armee. Siehst du das? Ja, wie kannst du denn mit deiner Superarmee schlagen? Willst du jetzt Tango aufgeben und nach Vakasa wieder zurück? Oder Ja. was? Okay. Ja, muss man halt mal so machen. Kann auch sein, dass wir Omi aufgeben müssen, ne? Ich wäre sogar dafür, das jetzt zu machen, oder? Omi aufgeben jetzt? Ja, die Frage ist halt, meinst du, du kannst es Schön, dass verteidigen? du... Ja, Wäre auf jeden Fall schön, wenn du mir vorher vielleicht was gesagt hättest. Dann wäre ich da auch mal weggegangen. Ach so. Pfosten, Alter. Guck, du hast doch gesehen, dass sie da zwei Armeen haben. Ja, aber du hast ja nichts gesagt. Deswegen habe ich gedacht, Meinst du, ist nur wir so. können das schaffen? Trotzdem, wenn die sie vielleicht selber schlagen, in oben? Du hast da drei Katana-Samurai, ne? Meine ist halt deine Armee gegen die Gegen anderen. zwei von denen? Das sind davon die Kizu-Armee. Ne, die. Welche davon ist denn die Urakami-Armee? Sag mal, die kniet oder die steht? Die kniet, ne? Ja, das Dumme ist, ich sehe es nicht. Ich meine, die haben ja nicht. Das kann doch nicht wahr sein, Mann.
Jeder hat Probleme. Ich habe mit Josukama am Arsch der Welt gekämpft. Dafür gehen deine Generäle einfach immer alle flöten. Es kann sein, dass du kein Daimyo hast, dass das das Problem ist bei dir. Der ist gerade erwachsen geworden. Ich glaube, das ist ja gerade das Problem. Na gut, ich meine, kannst du auch nichts dran ändern. Jetzt musst du halt alles, was du hast. Was ist denn Kaga? Die beiden Samurai. Halt meine. Er nimmt die auf jeden Fall da raus. Wenn Kaga angegriffen wird, können wir es nicht halten und dann seine Samurai bei der Futsch. Stell die auf jeden Fall vor die Stadt oder so, dass du wenigstens mit denen Rückzug machen kannst oder irgendwie sowas. Oder? Ja, genau. Stell die, kannst du da irgendwie ins Gebüsch oder so? Ist auch egal, auf jeden Fall die auf jeden Fall so weit, dass du nicht mitkämpfen musst, weil die Katahama-Samurai sollen wir jetzt auf jeden Fall nicht verlieren. Das wäre ungünstig. Also zu ganzen Scheiß müsst ihr jetzt noch Tisu den Krieg erklären. Das wäre perfekt, Jungs. Oh, ey. Eigentlich müssen wir Omi halten, ganz ehrlich, weil sonst kann ich dir wieder schlecht helfen. Sonst muss ich nämlich in Ovari kämpfen. Hat Omi noch Einheiten gebaut, auch wenn es Kackeinheiten sind. Ja, musst du bauen, klar. Musst du da auch den Shusukabe. Und hast du ja gesehen, was passiert. Beim ersten großen Kampf sind alle Ashita auch tot. Das war sowieso das Geilste, Alter. Da habt ihr mal gesehen, wie viel die Typen wert sind, ey. Nischt. Im Endkampf sind die einfach nischt wert. Na gut, Digga. Weiter geht's. Ich kann nur hoffen, dass wir hier mal ein paar Züge Ruhe haben. Das Schöne wird übrigens sein, wenn dann irgendwann die 4-5 Sterne Generalarmee von den Urakami da vom Westen herkommt. Dann läuft's, ey. Ist klar. Wen haben wir da eigentlich? Daimyo, Sohn und Erbe und General. Haut mich aber jetzt nicht um die Armee, also. Nee. Das Problem ist, wir haben da oben einfach zu wenig. Also wir haben da nicht zwei volle Armeen, die sich auf die Front da. Das ist sogar sehr, sehr gut. Die kannst du jetzt theoretisch schlagen nächste Runde. Das ist eine volle Armee, ne? Wie sieht's aus? Oh Gott. 50-50. Was sagst du? Ich habe Bodenschützenkavallerie. Kannst du es noch nicht sehen? Also ich mache erstmal. Ich sehe 50-50, ich sehe es. Die haben ganz wenig Bodenschützen und sehr viel Reiterei. Das könnte uns vielleicht ein Vorteil für uns sein, wenn wir schnell in die Festung kommen. Aber ich bin ja nicht in der Festung. Weißt du, was ich meine? Aber wir können ja auch nichts anderes machen. Wir können ja nur den Angriff ablehnen. Also ich kann nur deine Einheiten draufgehen lassen. Mehr kann ich gar nicht machen. Also willst du selber spielen oder nicht? Also, definitiv. Müssen wir. Ja, bleibt ja keine andere Wahl. Wir haben gespeichert und selber spielen. Fertig ist. Hey, du hast zwei Ringe! Sehr geil. Okay, ja, dann werde ich versuchen, so schnell wie möglich in die Stadt zu kommen, dass wir die Stadt dann irgendwie aus dem zweiten Ring verteidigen. Du kannst auch überlegen, dass du die Leute erstmal am Anfang versuchst zurückzuschlagen, wo sie übersetzen und dann den zweiten Ring nicht zurückziehst, weil der kleiner ist, weißt du? Wir müssen in der Stadt. Ich habe ja nur Nahkämpfer, das heißt, wenn ich verliere, dann habe ich den Ring, den ich halte, verloren. Na super. Oder wir machen so, ich versuche den zweiten zu halten und du gehst in der Zeit in den inneren Ring. Ja, das müssen wir machen. Du gehst in den zweiten Ring. Genau. Und ich versuche so viel Ring wie aufgeben. Möglich. Na, das Ding ist halt, die können halt mit der Kavallerie nicht viel machen, ne? Die haben jetzt irgendwie sechs, mit den Generälen, glaube ich, 6-7 Bataillone, die eigentlich im Grunde genommen absatteln müssen, hochlaufen müssen und dann nicht mehr so stark sind. Das Problem ist, ich kann gar nichts machen, ne? Weil ich muss erstmal meine Führung starten. Ja. Ich komme von hier. Aber meine sind ja auch Pause. Ah ne, ich habe noch nichts. Meine sind auch im inneren Ring. So, wir gucken uns mal die Sache an. Du kommst von rechts. Das heißt, ich versuche den... Willst du sie versuchen im offenen Feld oder nee, ne? Nein. Aber es gibt ja nur, wo ist ein Tor? Tore sind im Norden. Wo willst du denn hin? Naja, du musst den Norden nehmen und ich versuche den Süden an. Hey, ist ja gar keine Pause! Sag das doch! Nee, ist nicht Pause. Mach mal Pause! Geht nicht! Ja, ich.
Du mal wieder, Philipp, der schwitzt. Dein Arschwasser willkommen hier. Ja, ich guck's dir mal an, mein. Vor allem, ich bin halt auch im ersten Ring draußen. Ich bin im inneren Ring. Ich hoffe, dass hier aber keine Bogenschützen. Weil die Kavallerie, die ist schon längst an der Mauer. Vielleicht. Hab ich jetzt schon alle Einheiten bekommen? Ist das hier der klägliche Rest oder was? Alex, ich bleib einfach im hintersten Ring, okay? Ja. Kann ich gut machen hier. Ja, wo ich meine, so viel kommt ja bei dir erstmal nicht. Erstmal kommt Kavallerie, die kannst natürlich am. Ja, die steht bei dir gleich an der Mauer, ich komme nicht rechtzeitig okay. raus. Na du, dann versuch die auf jeden Fall dann aufzuhalten. Ich krieg Besuch von der Kavallerie. Was machen die denn? Nee, jetzt hauen sie wieder ab.